In einigen Fällen stört die automatische Ersetzung von Eingaben durch bestimmte Symbole, wie etwa das Copyright-Zeichen. In diesen Fällen kann, wie Sie im letzten Video gesehen haben, der entsprechende Eintrag in der Autokorrekturliste entfernt werden. Wenn Sie die Symbole und Sonderzeichen, die Sie nicht über die normale Tastatur eingeben können, einmal aus der Autokorrekturliste entfernt haben, ist es nicht ohne weiteres möglich, diese wieder zu dieser Liste hinzuzufügen. Um sie dennoch wieder einzufügen, klicken Sie dazu im Register Einfügen, Befehlsgruppe Symbole, auf die Befehlsschaltfläche Symbol. Wählen Sie dann das gewünschte Symbol aus einer der Schriftarten aus. Markieren Sie es und fügen Sie es mit der Schaltfläche Einfügen in eine leere Zelle ein. Klicken Sie das Dialogfeld mit Klick auf Schließen aus. Markieren Sie das Symbol und kopieren es mit der Schaltfläche Kopieren oder der Tastenkombination STRG und C in die Windows-Zwischenablage. Öffnen Sie über Datei, Optionen, Rubrik Dokumentprüfung, über die Schaltfläche Autokorrekturoptionen das gleichnamige Dialogfeld. Tragen Sie die Zeichenfolge, die Sie zum Einfügen benutzen wollen, die den früheren bereits gelöschten Listeneintrag einfügte, in das Feld Ersetzen ein. Klicken Sie in das Feld Do und drücken Sie dort die Tastenkombination STRG und V, um das kopierte Symbol dort einzufügen. Mit Klick auf Hinzufügen wird das Wortpaar in die Liste aufgenommen. Mit zweimaligem Klick auf OK bestätigen Sie diese Eingabe noch.